Wow, also wenn ich mal anfangen kann, dieser Karrierekick, boah, das war wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich dieses Jahr getroffen habe, einfach mal hierher zu kommen, weil ja, wir Schüler, wir zweifeln ja oftmals, ja, wie sollen wir uns beruflich orientieren, was sollen wir machen, was sollen wir in der Zukunft machen. Wir bekommen viele verschiedene Einflüsse von unseren Eltern, von den Medien, aber einfach mal hierher zu kommen und einfach mal zu schauen, was wir hier machen können, das war wirklich... Wow, gute Erfahrung, oder? Auf jeden Fall. Am Karrierekick gefällt mir das System des Kickerns sehr gut. Einfach mal weg von diesem normalerweise irgendwo an einem Messestand stehen und einen abfangen hin zu dem Kicker und vom Kickertisch dann sozusagen jemanden mit an den Stand nehmen. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Aufmachung als sonst. Der Karrierekick ist super, weil wir hier sehr spielerisch mit den Schülern in Kontakt kommen und ganz viele tolle Gespräche führen können zwischen den Spielen. Das Konzept, sich am Kickertisch kennenzulernen und danach in ein weiterführendes Gespräch zu gehen, funktioniert meiner Meinung nach hervorragend. Es war ein ganz toller Vormittag. Die Gespräche bzw. die Spiele im Vorfeld sind recht kurzweilig und man findet trotzdem noch den Bezug zum Bewerber oder zur Bewerberin. Durch das Kickern erstellt man schnell eine Verbindung zu den Ausstellern oder zu anderen Schülern. Und dadurch kommt man viel leichter ins Gespräch und ich denke, dass es eine runde Sache für alle ist. Für jeden ist hier wirklich was dabei. Also ja, wir sind in unserer Klasse, glaube ich, 6 oder 7 Leute und alle haben was gefunden. Also auch die Lockerheit darüber, dass man sich über den Tischkicker kennenlernt. Natürlich, da werden alle Barrieren gebrochen, das Eis wird automatisch gebrochen und ja, das finde ich super. Es war im Vergleich zu vielen anderen Präsenzmessen, die zum Glück wieder anlaufen, heute wirklich was sehr, sehr Innovatives für uns. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Stimmung war super, ganz tolle Gespräche, ganz tolle Bewerberinnen und Bewerber. Und für uns natürlich das Beste, wir haben tatsächlich auch schon verbindliche Kontakte für die nächsten Tage und Wochen und können erfreulicherweise sagen, dass wir einigen jungen Menschen die Möglichkeit geben können, bei uns eine Karriere zu starten. Um ehrlich zu sein, ich hatte nicht so viel erwartet. Also ich wurde wirklich meine Erwartungen wurden übertroffen und ja, es war einfach die großartig. Beste Entscheidung. Die beste Entscheidung in diesem Schuljahr. Ja. Genau. Was ich halt den Unterschied zu einer anderen Messe, die sind teilweise ein bisschen trocken beim Karrierekick, ist es ein bisschen lockeres Gespräch. Man kommt erstmal ins Kickern, es geht gar nicht unbedingt direkt um den Beruf. Das heißt, man kommt erstmal da locker rein und danach kann man immer noch mit den Schülern, mit den Interessenten halt nochmal ein Gespräch führen. Und das finde ich ganz cool an der Messe. Ich finde den Tischkicker eigentlich ideal für ein Gespräch, da man sich kurz kennenlernt beim Kickern und anschließend dann ein ausführliches Gespräch führen kann. Man kommt in guten Kontakt mit vielen Unternehmen, mit verschiedenen Personen. Und das Tischkicker-Turnier macht eigentlich schon ziemlich viel Spaß. Ich finde das eine sehr, sehr coole Möglichkeit, weil man einfach zusammengewürfelt wird, man ja quasi gar keine Wahl hat, als auf den Partner zuzugehen, sich mit dem abzusprechen und gemeinsam eben zu spielen. Das kommt einfach super gut an bei den Schülern, dass sie einfach relativ schnell auch das Eis gebrochen wissen und sich dann da auch ein Stück weit öffnen können. Also eine super spannende Sache. Es gibt keine Hemmschwelle zwischen Schüler und Ausbilder. Also es ist wirklich eine total homogene Masse. Es ist nicht so wie an den typischen Ausbildungsmessen, die man sonst kennt, wo dann doch eher ein bisschen verhaltener aufgetreten wird. Direkt am Kickertisch ist man per Du und das zieht sich durch den ganzen Tag. Uns geht's klasse, uns geht's super. Wir haben ganz tolle Begegnungen an den Kickern und es ist einfach, macht Spaß. Ich denke, dass das Spielen wirklich hilft, um in Kontakt mit den Unternehmen zu kommen, weil man durchbricht eine gewisse Barriere. Und ja, auch die Du-Kultur, die hilft auch dabei. Also, dass man auch die Persona, die Mitarbeiter mit Du ansprechen kann. Und das ist oftmals nicht gegeben. Und ja, das ist eine wichtige Sache. Bei normalen, sag ich mal, Messen stehen alle Firmen da, sind zurückhaltend, die Bewerber sind zurückhaltend, das wird alles stockt und das haben wir hier überhaupt nicht. Also wir haben hier ganz tolle Begegnungen, wir lachen zusammen, das ist wirklich super. In gewisser Weise dadurch, dass man gemeinsam spielt, man auch automatisch in Interaktion geht, man die Leute entsprechend schnell einordnen kann und auch die Leidenschaft bei den anderen spürt. Und ich glaube, das bricht einfach die ganzen Hemmungen, die die jungen Leute sonst so haben.
gerade zu Anfang haben wir schon ein Spiel gehabt, wo die Veranstaltung noch gar nicht begonnen hat, mit drei jungen Leuten, jungen Menschen. Und auch da haben wir die Kontakte ausgetauscht. Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden und haben sehr viele Kontakte geknüpft und hatten viel Spaß. Wir würden es auf jeden Fall weiterempfehlen, dass andere Städte auch im Karrierekick mitmachen. Meines Wissens sind wir sogar schon in anderen Städten angemeldet. Also wir sind dabei. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir nach Mannheim auch noch andere Standorte ansteuern werden und bei euch teilnehmen. Und muss sagen, also wir werden es weitergeben als besonders gute Erfahrung. Ich bin nicht derjenige, der allein die Entscheidung treffen kann, aber wenn es nach mir geht, bin ich sehr gerne wieder mit dabei. Tolle Leute kennengelernt, tolle Gespräche geführt und ja, ich komme wieder, ja, und das nehme ich mit nach Hause.